Wir können ja mal. Ach, das ist so französischer Quatsch. Das könnt ihr mal alle schön selber gucken. Guten Tag, mein Name ist Bastian Pastewka und ich freue mich sehr, ein Teil dieser tollen, legendären Rubrik Filmcheck zu sein und bin sehr begeistert. Ich bin ein Freund von Film, speziell von Kinderfilmen. Ich bin gerade Teil eines neuen Animationskinderfilms, der heißt Gespensterjäger. Übrigens bin ich die einzige animierte Person in diesem Film. Anke Engelke, Christian Tramitz, Christian Ulmen, Julia Koschitz, Caroline Herford, die sind alle echt. Und von mir ist sozusagen die Stimme übrig geblieben und ich sehe in diesem Film aus wie ein kleiner, schleimiger, grüner Geist. Er heißt Hugo, ist ein liebenswerter Charakter. Und bevor wir uns gleich hier die Filme angucken, gucken Sie sich mal einen Ausschnitt an. Viel Spaß. Verborgen im Untergrund operiert eine streng geheime Behörde professioneller Gespensterjäger, die uns vor bösen Mächten bewahrt. Ich komme jetzt runter. Viele dieser Geister sind furchteinflößend. Manche eher weniger. Mal sehen, was sagt man in so einer Situation? So, und jetzt schauen wir mal nach Filmen, glaube ich. Ich bin sehr gespannt. Ich war noch nie in dieser wunderschönen, ja, nennen wir es noch Videothek, nennen wir es Mediathek, nennen wir es DVD-Leihgeschäft. Und ich fange mal an hier in dieser Richtung und sehe, Citizen Kane, muss man gesehen haben. Ah, gleich zwei Filme, wo mir der Saft runterläuft, und zwar, weil ich sie nicht ertragen kann. Und zwar diese Ethan Hawke, Julie Delpy-Geschichten, Before Sunrise, Before Sunset. Louis de Funès. So, das ist natürlich hier meine Welt. Hier wird's spannend. Hier sind irgendwie die alten französischen Spaßfilme mit dabei. Und die leben ja nicht nur durch den Protagonisten Louis de Funès, den ich sehr verehre. Der beste Film ist übrigens Joe Hasch mich, ich bin der Mörder. Sondern da sind wir natürlich auch gleich bei dem, was ich so liebe, nämlich lustige Titel. Die Louis de Funès-Filme hatten ja unfassbare Titel. Onkel Paul, die große Pflaume, ja. Drei Mann, ein Schwein und die Nacht von Paris. Quietsch, quietsch, wer bohrt denn da nach Öl? Baldwin der Zickzackfahrer, Oscar der Korinthenkacker. Fantastisch. Fand man als Kind natürlich immer lustig. Irgendwie, wenn das irgendwo kam, 14.35 Uhr. ZDF. Heute kommt Baldwin das Schlossgespenst. Nachtgespenst hieß er übrigens. Bester Film, zweitbester Film von Louis de Funès. Jean Gabin und Louis de Funès. Baldwin das Nachtgespenst. Muss man mal gesehen haben. Aber hier gibt es jetzt Pierre Richard-Filme. Auch Pierre Richard-Filmtitel waren immer sehr lustig, wie zum Beispiel Alfred die Knallerbse oder sowas. Das sind zwei aus der späteren Reihe, Der Zwilling und Der Zerstreute. Hab ich nie gesehen, war mir immer zu verrückt. Und Pierre Richard geht natürlich auch nur, wenn vernünftig synchronisiert. Da gibt es ja auch so mehrere Versionen. So, ich bin ein Riesenfan der Monty Python. Sollen wir mal kurz über die Monty Pythons sprechen? Kennen Sie sicherlich alle. Und die, die Monty Python nicht kennen, warten Sie ab. Man muss sich da langsam in dieses Sketch-Universum reinfummeln. Aber wenn Sie keine Zeit haben, man muss einmal gesehen haben, ich empfehle Ihnen, und Sie kennen ihn sicherlich alle, aber wer ihn nicht kennt, muss ihn bitte gesehen haben. Das Leben des Brian mit den großen Sechs der Monty Pythons. Eine englische Komikertruppe hat sich 1969 gegründet und 2014 aufgelöst. Von den sechs ursprünglichen Mitgliedern Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Terry Gilliam und Michael Palin ist nur noch, also sagen wir so, ich sag, wer tot ist, Graham Chapman lebt leider nicht mehr, der den Brian hier gespielt hat, die Titelrolle, der ist tot, die anderen fünf sind noch am Leben und tragen das Erbe weiter, aber letztes Jahr haben sie sich aufgelöst, ich war dabei in der O2 World in London, habe mir die Live-Sketch-Show angeguckt und, meine Damen und Herren, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich habe eine Träne vergossen. Das werden Sie bei diesem Film auch, aber vor Lachen, Das Leben des Brian, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, man muss ihn mal gesehen haben, sogar auf Deutsch. Sehr, sehr gut. Im Original heißt es natürlich eine seltenen Fälle, dass mal eine deutsche Synchronpointe gar nicht so schlecht ist. Hier gibt es eine Figur mit einer großen Nase, die wird im Original Big Nose genannt. Im Deutschen machen sie daraus Rübennase und natürlich in der Fortsetzung, wo kommst du her, aus Rübennasenhausen? Musste ich drüber lachen, Sie wahrscheinlich auch. Ist aber einer der kleineren Gags bei Leben des Brian. Die großen werden Sie entdecken. Viel Spaß. Ah, hier, Gandhi. Gandhi habe ich gesehen, war ich viel zu jung, komplett traumatisiert. Ich bin im Jahre 1972 geboren. Dieser Film ist 10 Jahre nach meiner Geburt auf die Welt gekommen. Warum ich das jetzt verbinde, weiß ich nicht, aber das war die Zeit, wo wir so mit 12 Sachen sehen mussten, wie das Boot Gandhi. Und das sind natürlich alles Filme, die dich komplett traumatisieren, wo du einfach wahnsinnig wirst, weil die Wucht der Bilder und auch die Gewalt so schlimm ist, dass man es fast nicht aushält. Aber Gandhi muss man mal gesehen haben. Mir hat eine Freundin erzählt, die 1988 aus der DDR ausgewiesen wurde, die also die Hölle hinter sich hatte mit Ausreiseanträgen, mit Zerschlagung der Familie, mit traurigen Fällen, mit Internierung, mit Gefängnis, die irgendwann rauskam im Jahre 1988 in die Bundesrepublik. Und sie wurde mit offenen Armen empfangen. Und um ihr zu zeigen, dass man es gut meint, hat man ihr als allererstes in einem Kino den Film Gandhi vorgeführt. Da muss ich bis heute sagen, das kann man doch nicht machen. Ja, die arme Frau kommt aus der Hölle und dann sagt man, bei uns ist alles gut, schau mal, hier ist Gandhi.
Danach gucken wir Schindlers Liste und alle Police Academy-Filme. Also noch schlimmer. Also ich wäre freiwillig zurückgegangen in der Zeit. Gandhi. Muss man mal gesehen haben. Tut mir leid. Sollen wir mal sprechen über die Filme des großen Wes Anderson? Auch dieser Film hat mich sehr, sehr amüsiert. Und trotzdem bleibe ich dabei. Am Ende frage ich mich, ich habe doch Royal Tenenbaums schon gesehen und alles verstanden. Das meine ich gar nicht böse. Auch ich habe mich hier wahnsinnig amüsiert. Einer meiner Höhepunkte ist hier die Verfolgungsjagd von William Dafoe und Ralph Fiennes auf Skiern. So was Lustiges habe ich lange nicht gesehen. Aber insgesamt frage ich mich immer, okay, knallbunte Bilderbögen, Fantasiewelten, alles klar, Absurditäten. Es ist irgendwie das KUK Ungarn der 30er Jahre gemeint, aber man sieht es nicht richtig. Es ist kein Historienfilm, es ist kein richtig absurder Film, es ist eine Zwischenwelt. Hochinteressant. Für mich aber abgeschlossen nach den Royal Tenenbaums. Reg mich auch ein bisschen auf, ne? Merkt ihr schon. So, aus der Reihe Filme, von denen ich keine Ahnung habe. Star Wars, Harry Potter, Fluch der Karibik, Chroniken von Narnia, Die Legende der Wächter, Die Addams Family, auch einer der großartigsten Titel. Ja, das kann ich auch mal gleich aufheben, Herrgott, nochmal. Die Addams Family in verrückter Tradition. Ist nur ein Tipp für mich, wenn wir mal wieder lustige Filmtitel suchen. Wer nennt einen Film bitte die Addams Family in verrückter Tradition? Das ist ja so, als würde man einen Film nennen, es knallt, es zischt, zu sehen ist nicht. Und so einen Film gibt's. Ein Film, der völlig zu Unrecht zu wenig bekannt ist und im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern, wie ich höre, nicht so gut im Kino gelaufen ist und das ist mir völlig unklar ist, Toy Story 3. Ich rede nicht von Toy Story 1 oder Toy Story 2. Ganz klar, große Klassiker. Aber Toy Story 3 halte ich persönlich für einen der besten Filme, die ich überhaupt je gesehen habe. Völlig unabhängig, ob es aus dem Animations- oder Kinderfilmgenre ist. Toy Story 3 ist für mich, was das Drehbuchschreiben angeht, ein unglaublicher Gewinn. Diesen Film müssen sich Drehbuchschreiber angucken, weil hier wird so mit Überraschung, mit Figuren, mit Ausrichtungen gearbeitet, dass man wahnsinnig überrascht ist. Auch der Schurke dieses Films ist so indifferent, ja, wie man es lange nicht in einem Kinderfilm gesehen hat. Normalerweise sind die Bösen ja halt immer die Bösen, die so die Augen zusammenziehen. Und dann wird es ganz schnell anstrengend. In diesem Film allerdings bin ich wirklich, also ich bin wirklich eiskalt erwischt worden von dem, was ich da erlebt habe. Und, das darf ich Ihnen auch sagen, am Schluss war ich sehr emotional ergriffen, weil Toy Story 3 am Schluss hier zu einer Art Ende kommt. Weiß man nicht, ist es ein Happy End oder nicht. Das war eine der besten Sachen, die ich vor 3 Jahren oder 4 Jahren, wann er rausgekommen ist, überhaupt je gesehen habe. Bitte dringend nachholen. Das freut mich, dass vor lauter Kinderfilmen auch noch Kinderfilm-Klassiker dabei sind, wobei man gar nicht weiß, ob dieser Film hier überhaupt ein Kinderfilm ist. Stand By Me handelt zwar von Kindern, darunter River Phoenix, der leider nicht mehr lebt, nach einer Erzählung von Stephen King. Und zusammen mit dem Film Der Sinn des Lebens ist hier in diesem Film Stand By Me die wohl legendärste Kotzszene der Filmgeschichte drin. Es geht hier um eine Gruppe von Leuten, die irgendwelche Blaubeerkuchen in Rekordzeit essen sollen und zwar auf irgendeiner Art von Festival und am Schluss, ja, wird sich dort gegenseitig übereinander erbrochen. Das ist nicht die einzige Qualität dieses Films. Es ist ein wirklich großartiger, von Rob Reiner gemachter Film über eine Kinderfreundschaft, über verwunschene Zeiten der 50er und frühen 60er Jahren, über Abenteuer im eigentlichen Sinn. Es ist hochkarätig besetzt. Will Wheaton, den wir später als Wesley Crusher bei Raumschiff Enterprise geliebt oder nicht geliebt haben, hat hier einen seiner ersten Auftritte. Corey Feldman, der auch später bei den Goonies und den Spielberg-Abenteuern dabei war. Und ich glaube, es ist sogar eine Spielberg-Produktion, wenn ich mich recht entsinne. Nein, es ist keine Spielberg-Produktion. Sie könnte es aber sein. Nach einer Erzählung von Stephen King. Nein, nein. Sollte man auch mal gesehen haben, auch wenn der Film ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ich finde, er ist zeitlos gut und ein toller Kinderfilm. Auch wenn ich ihn, sagen wir mal, glaube ich, ab 12 eher empfehlen würde. Sprich, heute ab 5. So, ihr sagt, wenn ihr einschlaft, ne? Was kannst du noch, Mensch? Du bist ja echt, das läuft super. Du bist Batman. Du kommst klar, ich laber nicht so viel. Ich stelle auch fest, dass ich unglaublich viele Filme gar nicht kenne. Es gibt zum Beispiel Klassiker, die ich nie gesehen habe. Und alle sagen, der ist toll. Und wann immer ich gefragt werde, hast du den gesehen? Sage ich, ja, ja, Spitzenfilm, Hotel, Kubrick. Mensch, was der Nicholson da spielt, unglaublich. Hat mich aber nicht interessiert. Habe ich gesehen. Oscar nominiert, sehr gehypt. Ich mag kein Kunsttralala. Aber alle anderen sollen ihn bitte gucken. Kann man machen. Meins war es nicht. Französische Filme, die mit Monsieur beginnen, lasse ich heute alle weg. Dänische Delikatessen. Da sind wir natürlich hier genau richtig, weil diese Videothek heißt ja Delikatessen.
Es gibt einen Film namens Delikatessen, einen französischen, der toll ist. Dieser toppt den fast noch. Und Mads Mikkelsen, Lina Kruse und alle anderen großartigen Dänen geben hier alles. Rätselhafter Film, aber sollte man mal gesehen haben. Noch besser allerdings aus dieser ganzen dänischen Reihe ist natürlich dieser Klassiker, den jeder von Ihnen sicher schon kennt. Auch hier Mads Mikkelsen, Ulrich Thomsen in Adams Äpfel. Es ist eine Komödie. Hier zum Beispiel gilt das, was ich hier gerade abgelehnt habe, nämlich eine komplett absurde Welt, eine auch Zwischenwelt. Und ich möchte mich auf diese Zwischenwelten eigentlich nicht einlassen, so wie bei Wes Anderson eben auch, weil ich immer denke, ja komm, Zwischenwelten kann doch jeder irgendwie behaupten. Die müssen dann nur toll aussehen und dann ist alles erlaubt. Hier stimmt aber auch die Geschichte, hier stimmt der Dreich, hier stimmt die Figurenzeichnung. Und ich weiß nicht, soll es eine Komödie sein? Man nennt es hier Komödie, ich bin mir nicht sicher, was es ist. Es ist eine große Fantasie, aber sie ist wirklich unglaublich toll. Die Dänen machen ganz, ganz tolle und großartige Filme und Adams Äpfel ist für mich immer noch die Spitze des Eisbergs. Metapher. Wer bitte ist nochmal Limonaden-Joe? Weiß das jemand? Limonaden-Joe? Bitte ein Limonaden-Joe? Ich bin gerade völlig fertig. Das ist ein tschechischer Western. Limonaden-Joe ist ein tschechischer Western. Und uns wird hier auf dem Cover gesagt, die deutschen Sprecher sind Wolfgang Gruner, Edith Hanke, Jünter Fitzmann und andere vom Kabarett Die Stachelschweine. Du zeug mir an. Los, wirf mal eine Limonade rüber, Jünter. Ja, klar, mag ich dir. Moment, bin noch in Praxis Bülowung. So, aber jetzt sind wir natürlich mitten. So, bitte, man muss einmal nicht Schummelnliebling gesehen haben. Auch in der DDR gab es Musicals. Und hier vorneweg ist es ist das Sequel des Films Heißer Sommer. Und in Heißer Sommer haben zwei große DDR-Schlagerstars, nämlich Chris Dörck und Frank Schöbel, die eine Zeit lang auch, glaube ich, verheiratet waren, schon ihren großen Auftritt gehabt. Sie hatten großartige Hits, wie zum Beispiel Heißer Sommer, wer kennt ihn nicht, aber in Nicht-Schummeln-Liebling gehen die Macher der DDR-Musical-Reihe Heißer Sommer in eine zweite Runde und hier ist wirklich alles möglich. Man sieht entgrenzte Mädchen, die fliegenden Fußbällen hinterherlaufen. Zwischendurch sitzt Frank Schöbel über Stunden an einem Brunnen und singt ein Lied namens Seh ich sie. Das Ganze ist in der großen DDR-Musicalstadt Quedlinburg gedreht worden. Es geht hier um ein Mädchenpensionat und um Jungs, die denen hinterherlaufen. Also man weiß nicht, ist es noch Feuerzangenbowle oder ist es schon West Side Story. Nicht Schummeln, Liebling, hat eine unglaublich skurrile Handlung, die fürs bloße Hirn nicht mehr nachzuvollziehen ist. Ist aber auch egal, weil man sieht die schöne Strandpromenade. In Teilen sind die nämlich, glaube ich, auch irgendwo an der Ostsee. Kann es Rostock sein? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Hier wird ein Städtchen namens Sonnental behauptet, das muss aber nicht stimmen, das weiß ich nicht genau, ganz dünnes Eis. Aber dieser, sagen wir mal, Spät-60er, Früh-70er Trash in diesem Film, dieser Film kommt, glaube ich, einmal in der Woche, irgendwie 9.35 Uhr am Montag im MDR und ich nehme jedes Mal auf, weil ich immer noch denke, okay, sie schneiden mir eine andere Version irgendwie da zusammen. Ist aber auch egal, du könntest das Menü dieses Films, ja, die Kapitel könntest du auf Shuffle stellen und einfach hintereinander weggucken. Man kann mit dem Abspann anfangen, es ist völlig egal. Man wird begeistert sein hiervon, das verspreche ich. Nicht Schummeln, Liebling. Und wenn man es dann noch schafft, noch Heißer Sommer gucken, ist der Vorgängerfilm. Beides Filme, absolute Granaten. meine ich ernst. Das ist ja mein Problem. Es gibt viele Filme, die sich inspirieren haben lassen von dem Plakat von einem meiner absoluten Lieblingsfilme, Little Miss Sunshine. Aber Puppe, Icke und der Dicke ist mir leider nicht bekannt, genauso wie Bis zum Ellenbogen. Ist der im Fernsehen gelaufen? Doch, dann habe ich den gesehen, der ist gut. Ich muss einmal im Jahr Papa Ante Portas gucken. Und wer spinnt denn, der Herr Doktor, aus Versehen runterschmeißen? Das ist mein All-Time-Lieblingsfilm aus Deutschland. Genau wie der hier. Stonk mit Götz-George und Uwe Ochsenknecht. Nach dem großen Skandal des Stern aus den frühen 80ern mit den Hitler-Tagebüchern. Stonk zeigt den Regisseur Helmut Dietl in meinen Augen, in der Hochzeit seines Schaffens, der Film ist, glaube ich, von 92 oder 93, und glänzend besetzt. Veronika Ferres, Christiane Hörbiger, Harald Junke, Martin Benrath, Dagmar Manzel, Hermann Lause lebt nicht mehr, Ulrich Mühe, der nicht mehr lebt. Aber ganz vorne hier und auch so komisch wie nie, Götz-George, den ich für einen großen Komödianten halte. Und ganz am Anfang des Films, wenn man genau aufpasst, die ersten zwei Nazis, die nicht wissen, wie man Hitler begräbt, da kommt der große Satz, der Führer brennt nicht, das sind übrigens Armin Rohde und Michael Kessler. Ja, mein alter Freund und er ist zu Recht in diesem Film ungenannt. Aus der Reihe lustige Titel, auch hier wieder, nächstes Kapitel, die Bud Spencer und Terence Hill Filme, Das Krokodil und sein Nilpferd.
Auch die Engel essen Bohnen, das Warzenschwein und der Dicke und das Warzenschwein und sowas alles. Auch das sind wahnsinnig komische Titel. Aber ich muss sagen, Bud Spencer und Terence Hill, als Kind hat man das ja alles gesehen, aber ich habe wirklich keinerlei Erinnerung mehr daran. Anders als bei den Louis de Finesse-Filmen. So, Frank Oz müssen wir kurz drüber sprechen. Frank Oz ist ein Regisseur. Frank Oz hat sehr, sehr lange Zeit die Muppet Show initiiert, zusammen mit Jim Henson. Er wurde dann aber auch irgendwann Filmregisseur. Und seine große Stärke sind Filme, in denen zwei Personen im Vordergrund stehen. In diesem Fall sind es Bill Murray und Richard Dreyfuss in einem Film, ich glaube aus dem Jahre 91 oder 90. Er heißt Was ist mit Bob? Hier spielt Bill Murray einen irren Patienten und Richard Dreyfuss den Psychiater. Sollte man genauso gesehen haben wie In and Out. Hier ist es Kevin Kline versus Tom Selleck. Oder auch der beste Film aus der Reihe. Zwei hinreißend verdorbene Schurken, Steve Martin und Michael Caine in einer lustigen Krimi-Komödie, wo es um das gegenseitige, das Ausnehmen von reichen Witwen in Saint-Tropez geht. Alle drei Filme sollte man gesehen haben. In and Out, zwei hinreißend verdorbene Schurken und dieser hier, Was ist mit Bob? Oder wie Bill Murray es sagen würde, hinreißend. Was ist mit Bob? Vorsicht, nicht die Romanze umbauen. Nicht die Romanzen-Videokassetten umbauen, lieber Kameramann. Obwohl doch. Was bitte ist Cashback? Oh. Nie gesehen. Früher hat man die Cover so mitgenommen, wenn die so ein bisschen scharf waren. In der Schultasche und so, haben die gar nicht gemerkt. Gut, irgendwann haben sie mich darauf angesprochen, aber weil sie gedacht haben, ich hätte die mitgenommen. Ich weiß gar nicht, warum die darauf gekommen sind, aber geil. Eat, Pray, Love. Nur der erste Teil war gut. Finde ich immer noch lustig, den Witz. Aber gut, der braucht ein bisschen. So, hier. Ich schaue keine Horrorfilme. Ich war mit meinem lieben Freund Olli Kalkofe, der gesagt hat, sowas Tolles hast du noch nicht gesehen, in dem Film Saw. Und ich fand den natürlich ganz grauslich, weil ich dachte, seid ihr wahnsinnig. Und im Finale wird, glaube ich, der Schurke mit, ich würde schätzen, gefühlten 50 Schlägen mit dem Deckel, mit einem Toilettendeckel, beziehungsweise dem Deckel vom Toilettenkasten, der irgendwie aus Marmor ist, niedergeschlagen. Und das war sogar einem der Zuschauer des Kinos, in dem wir den Film gesehen haben, zu viel. Denn nach der Schlägerei ist Totenstille und der Typ ruft von hinten, ey, hör auf, der ist längst tot. Ja, aber ich glaube, die Serie hat sich auch ungefähr totgelaufen. Da gibt es ja inzwischen wie viel? 6 Stück. Ja, das, wenn man nicht weiß, wann man Filmserien aufhören soll, dann ist es auch schwierig. So. Eigentlich immer, wenn sie 3D werden. Wenn sie 3D werden, wird es schwierig. Mein Gott, ich kenne aber auch vieles gar nicht, muss ich sagen. Comic-Verfilmung, keine Peilung. Was kommt hier? Jetzt kommt wieder so. Ja, ich sammle Filmtitel mit Tieren drin. Ne? Die Geschichte des weinenden Kamels von Biam Bazaren Davu und Luigi Falloni, selbstberühmt. Die Geschichte von die Höhle des gelben Hundes, Lachsfischen im Jemen, die Strategie der Schnecke und jetzt neu, Zeit der trunkenen Pferde. Bauen wir sofort immer bei Pastewka ein, Filmtitel dieser Art. Manchmal geht es nicht um den Film, manchmal geht es nur um einen guten Titel. Aber Zeit der trunkenen Pferde ist jetzt schon gekauft für Pastewka Staffel 8. Jetzt schon geregelt. So bitte, bitte merken, Zeit der trunkenen Pferde. Ein Film zum Vermeiden wäre dieser hier, muss ich leider sagen. Falling Down hat mich richtig geärgert, wie die meisten Joel Schumacher Filme. Auch hier geht es wirklich nur um eine verkappte Form der Selbstjustiz. Damals gedreht ungefähr 17 Jahre nach Dirty Harry. Und über den habe ich mich wirklich wahnsinnig im Kino schon geärgert. Weil diese Figur ist dann auch noch mit den großen Medien zum Helden hochgejatzt worden. Dabei ist es hier eine furchtbar tragische Geschichte um einen Mann, der offenbar sein Recht als Wutbürger in die Hand nimmt und grausige Dinge tut. Alle Leute, die jemals einen Amoklauf erlebt haben oder etwas Vergleichbares und diesen Film gucken, für die ist das ein Schlag ins Gesicht. Ich bin darüber richtig sauer gewesen und würde euch raten, auf den vielleicht doch geflissentlich zu verzichten. Ganz, ganz großer Quatsch. Ärgerlicher Quatsch. Ja, auch ein Highlight, muss ich sagen. Frost Nixon. David Frost und Präsident Nixon, dessen Zuname mir gerade nicht ein. Wie heißt er denn? Wie heißt Nixon mit Vornamen? Das kriegen wir raus. Richard Nixon, selbstverständlich. Mein Gott. Eine wahre Geschichte. David Frost, ein englischer Entertainer, Showmaster, Bon Vivant, Playboy vielleicht sogar, hat gute Laune und stellt fest, ich überschätze mich mal selber und mache jetzt Interviews mit dem großen Skandalpräsidenten Richard Nixon, der in den 70er Jahren, da spielt die Geschichte, schon so allmählich auf sein großes Werk zurückgucken kann. Man merkt,
Vorsicht, es wird gefährlich. Und natürlich die Watergate-Affäre gerade hinter ihm ist. Und Sunny Boy und Frustkanone zusammen müssen sich zusammenraufen und machen über 7 Tage an einem Ort eine Interview-Session und nehmen das auf. Und in dieser Zeit passiert mit beiden Figuren unglaublich viel. Das Ganze basiert auf einem Knaller-Theaterstück, was ich auch schon gesehen habe. Aber diese Verfilmung mit Michael Sheen, Klammer auf Masters of Sex, und Richard Langella, Klammer auf Deep Space Nine, ist wirklich unglaublich gut. Bitte dringend gucken. Heißt der Richard Langella? Ha! Ich bin immer so kurz davor. In Deep Space Nine war er in der Triple-Folge, die die 2. Staffel eröffnet, ein Bajoraner. Das waren die mit den Nupsis hier. Frank Langella, Entschuldigung. Mein Gott, Richard Nixon, gespielt von Frank Langella. Don't trust me. Don't trust this man. Gut. So, das soll es gewesen sein mit dieser höchst subjektiven Auswahl. Ich hoffe, Sie haben sich trotzdem ein bisschen unterhalten gefühlt. Gespensterjäger startet am 2. April. Und hier auf Moviepilot gibt es noch ganz viele Informationen. Man kann sich alles anschauen. Was mich sehr freuen würde. Es wird nämlich ein sehr, sehr schöner Film. Ich habe ihn schon gesehen. Also, alles Gute und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.